Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Crisis Core. Ja. Was ich hier gerade mache ist, ich benutze hier auch die Vorspulenfunktion von, oder? Benutzen wir die? Funktioniert die überhaupt? Ah nee, doch, scheint zu funktionieren. Ich benutze die Vorspulenfunktion von dem Emulator, um schneller durchzuklicken, denn wenn wir hier 20 mal das Ding hier anlabern, dann kriegen wir von Kunzel hier ein Item geschenkt. Ja, ja. Wie lange denn noch? Es dauert wohl ein bisschen. Da war's. Shit, das war natürlich zu schnell. Und zwar, da wir ihm so lange auf die Nerven gegangen sind. Oder ich glaube, wir kriegen sogar eine Mail dafür. Oh, nice. Okay, das ist von Kunzel die erste Mail. Okay, das ist nur firmeninternes Hintergrundwissen. Wenn ihr das lesen wollt. Bitteschön. Was wir jetzt bekommen haben hier aus dieser kleinen Sequenz ist ein Fluchring, der, wie ihr seht, eure Stats doch ziemlich radikal nach oben befördert. Allerdings hält das DMW an. Das heißt, wir können auch nicht mehr aufleveln. Wie das funktioniert, da gehe ich dann später drauf ein. Ich habe gespeichert, ja. Können wir im Moment eh noch nichts mit anfangen. Aber jetzt, da wir diese Nebenmission abgeschlossen haben, die nicht wirklich eine Nebenmission war, weil wir sie machen mussten, können wir mit Angeal reden, um auf unsere Mission aufzubrechen. Und jetzt geht's richtig los. Ah, okay. I'm counting on you. Sir. By the way, what is your dream? To become first? Ah, okay. Is it? No. To become a hero. Ah, good. Unattainable dreams are the best kind. Thanks. Voll nett. Ja, Träume nehmen im Spiel auch eine sehr, sehr wichtige Rolle ein. Also von daher, das Gelaber um die Träume, da könnt ihr euch schon dran gewöhnen. Plan B ist schon in Bereitschaft. Und wir werden hier von Wutai-Soldaten angegriffen. Und da können wir unsere Fähigkeiten weiter einsetzen. Und ihr seht schon, die sind recht anfällig auf Magie. Und wie ihr schon gesehen habt, der Eiszauber, der, ich sag's mal, wie es ist, der ist nämlich scheiße. Also ich hoffe, dass ich den recht schnell loswerden kann. Feuer ist nämlich ziemlich nützlich, aber... Dummäpfel. Was hat denn das damit zu tun? Ja, was sind Dummäpfel? Na gut. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit... Wie ihr schon seht, es gibt hier keine Zufallskämpfe. Oder eigentlich ist es quasi schon Zufallskämpfe. Aber es gibt hier nicht diese typischen, wie soll ich sagen, diese Kampfarenen. Die Gegner springen einfach, die sind halt einfach in der Nähe, tauchen auf und wir können sie dann quasi, in quasi Echtzeit bekämpfen. Es ist auch echt schwer, das zu erklären, das Kampfsystem von... Ihr hört dieses Ding nach jedem Angriff. Das ist quasi, wenn ich einen neuen Befehl eingegeben habe. Spam, um Kombos zu machen oder sowas, wie in einem richtigen Hack'n'Slay, bringt hier gar nichts. Ihr mit euren scheiß Dummäpfeln. Okay. Because of that, the townspeople affectionately call them Dummapples. Ah, weil sie nicht... Okay, weil sie nicht verlässlich sind, wann sie wachsen. Das macht sogar Sinn. Oh, really? So you stole them? We were poor, Zach. Nice excuse. But even then, I had my honor. Aha. The largest Benora White tree grew on a wealthy man's estate. Aha. It was rumored that those apples tasted the best. Aha.
But I never stole from that tree, because the wealthy man's son was my friend. Ah, und wenn er sein... If he was a friend, you should have just asked for some. Genau, genau das. Das wollte ich jetzt nämlich auch sagen. Was hat das mit Ehre zu tun, Digga? Gott, was ein dummes Geschwätz. Ja, und das natürlich auch. No story is not worth hearing. Aha, da bin ich anderer Meinung. Hust, hust, Final Fantasy 13.2. Hust, hust. Es gibt genug dumme Geschichten und danke, dass du meine 5 Minuten verschwendet hast, Digga. Ist jetzt nicht so, als hätte ich super was von dem Typen gelernt, außer dass er keine Ahnung hat, was Ehre bedeutet. Und nochmal, was genau hat denn bitte... Ich meine, das nicht stehlen, das sehe ich ein, das hat was mit Ehre zu tun. Aber was hat das mit Ehre zu tun, wenn er seinen Freund darum fragt, ey, kann ich so einen Apfel haben? Die Dinger sind gut. Vor allem, wenn eben gerade wenn er eh den größten Baum hat und wenn er sehr wohlhabend ist, warum sollte er einem Kind keine Äpfel geben? Naja. Angel ist ein Volltrottel, ich sag's wie es ist. Also, der Charakter ist heftig. Und warum er das Buster-Schwert hat, das erfahren wir später noch. Aber ich meine, ihr solltet es eigentlich mittlerweile schon gesehen haben. Er hat das Buster-Sword. And and indulge yourself. You got it. That's what I do best. Yay. Come on, B-Unit. You know, I've never actually seen you use that. Don't you think it's sort of a waste? Use brings about wear, tear, and rust. Okay. And that's a real waste. Ah. You're serious, aren't you? Yeah. Pretty cheap. Yeah, no kidding. Das ist auch wieder so eine richtig dumme... Es ist eine Verschwendung, die Waffe dazu zu benutzen, wofür sie gedacht ist. Ihr wisst schon. Zu kämpfen. Es ist keine Überlegt mal, ihr habt euch ein Schwert oder ein Auto gekauft... Und seid der Meinung, die wahre Verschwendung wäre es zu fahren, da das Abnutzung gibt und so weiter. Und ihr lasst es nur in der Garage stehen, weil wäre ja Verschwendung, das Auto einzusetzen. Nee, das war Geldverschwendung, weil wenn er das Auto eh nicht verwendet, hätte er das gar nicht kaufen brauchen. Genauso ist es hier mit dem Schwert. Wozu hat er das Schwert, wenn er es nicht benutzt? Übrigens, hier ganz wichtig, die Typen da oben erreichen wir nur... Mit Zaubern. Darum ist es gut, dass wir einen Feuerzauber haben. Ein bisschen nervig, dass wir kein... Ich muss mal hier unten ein bisschen aufräumen, weil das nervt. Oh, die sind alle weit weg, ne? Könnt ihr mal stehen bleiben? Oh, das sind ein Haufen Gegner. Oh, gratis MP, wir können zaubern. Okay, wir verbrauchen wieder MP. Oh, nice, wir haben eine Porsche bekommen. Und eben die können wir nicht angreifen. Darum heißt es feuern. Feuer! Wunderbar, damit haben wir es erledigt. Und damit sind wir in die Festung hier eingebrochen. Und das ist quasi so unser erster kleiner Dungeon. Und ist auch eine ziemlich interessante Nebenmission. Oder eigentlich, sagen wir es so, die Mission, es gibt eine Hauptmission. Es gibt hier eine kleine Nebenmission. Und... Ja. Und die Nebenmission hier ist
mehr Kämpfe zu führen. Ja, wir haben es in die Festung geschafft und... Ja, war langweilig. Die Rebellen haben ein riesiges Monster hier. Okay. Okay. Ablenken und Amok laufen. Yay. Okay, wunderbar. Ja, eben hier. Je mehr Gegner wir hier in der Mission killen, und ihr seht schon, wir haben 16 Sterne zu füllen. Je mehr Gegner wir erledigen, desto zufriedener wird der Direktor mit uns sein. Dementsprechend werde ich versuchen, hier alle Gegner zu finden. Ein paar davon sind nämlich versteckt. Und ja, das werden wir tun. Wir haben hier zum Beispiel nämlich diesen... Ah, das geht noch gar nicht. Okay, das macht Sinn. Das heißt, wir müssen hier später auf jeden Fall nochmal hin. Oder? Hm, okay, macht Sinn. Okay, dann gehen wir erstmal weiter. Das heißt, wir müssen hier wirklich umdrehen. Neuer Gegner. Und diese Hunde hier, die können, wie ihr seht, Feuer zaubern. Aber das können wir natürlich auch verhindern, indem wir es angreifen. Also ihr seht schon, die Kämpfe sind im Moment noch ziemlich easy. Later, Loser. Ah. Oh, oh. Oh. Die sind geflüchtet. Aber wir finden hier... Nee, kommt noch gar nicht. Alles klar. Okay, das ist eine automatische Auslösung. Die Wände hier sind... Das sind hier quasi falsche Wände. Wir können die eben untersuchen. Ah. Angriff von hinten. Ja, ihr wolltet mich überraschen. Jetzt habe ich euch überrascht. Und ihr seht schon, mit der Ausweichentaste können wir uns eigentlich um den meisten... Ah, okay, nice. Okay. Wunderbar. Jetzt haben wir eben Drehwände. Haben wir über Drehwände erfahren. Und gucken wir mal nach, weil ich hatte schon mehr Drehwände gesehen. Die sind auch nicht schwer zu finden, denn die sind immer hier. Okay, das wird die andere Seite sein von der Drehwand, bei der wir gerade waren. Kann ich jetzt... Ja, mittlerweile kann ich den Turm untersuchen. Ha! Ah, du kriegst noch Hilfe. Oh nein. Drei von den Stärkeren. Oh, Phasenmodulation. Cool. Das erste Mal. Oh. Vor allem, wenn das hier passiert, ist das ein gutes Zeichen, denn das bedeutet, dass wir einen Limit Break richtig... Also einen echten Limit Break bekommen. Das letzte, was wir hatten, war ja nicht wirklich ein richtiger Limit Break. Ihr seht, unsere Energie wird aufgefüllt und wir kriegen... Prove your honor to me. Einen echten Limit Break. Nice. Gute Arbeit, Zack. Damit haben wir auch diesen Turm erledigt. Mhm. Wunderbar, damit wissen wir jetzt auch, dass auf dem anderen Turm auch noch Rebellen sich befinden. Dementsprechend müssen wir jetzt dann dahin und den anderen Turm auch noch finden. Damit haben wir eigentlich alle Vorkehrungen getroffen, um uns um alle Rebellen zu kümmern. Dafür gibt es hier noch eine Potion, die wir eigentlich im Moment nicht mal mehr wirklich brauchen, da wir... Oh, eine Falle.
voll nett. Wir brauchen nicht mal mehr wirklich Potion, da wir ja mittlerweile... Da wir ja Vita-Zauber haben. Ist aber trotzdem noch nützlich, die zu haben. Aha. Dankeschön. Voll der Cheater-Modus, aber es ist... Warum auch nicht? Damit kriegen wir unseren 8-Streich. Kleine Spezialkombo von Sephiroth quasi. Das sind unsere beiden Limit Breaks, die wir im Moment haben. Das hat echt gut funktioniert. Ah, hier haben wir nochmal so eine Wand, aber die scheint nicht aktiv zu sein. Ah, noch mehr von euch. Oh, sogar mit Hundeviechern. Ich habe übrigens keine Ahnung, was dieses Redux bewirkt. Habe ich mir nicht angeguckt. Aber das kriegen wir ab und an mal. Und ich gehe mal davon aus, dass das eine... Dass das einfach nur ein bisschen Energieheilung ist oder so. Ihr seht, mit 4 können wir die Karte aufrufen. Und das kann auch ganz nützlich sein. Oh, schon wieder eine Phasenmodulation. Diesmal allerdings mit einem Unbekannten. Und das gibt uns jetzt halt... gar nichts. Ja gut, aber das lag jetzt nicht daran, dass ich keine... dass ich die Leute nicht kannte. Sondern das lag an der Tatsache, dass... Oh, nice, hallo. Das lag daran, dass ich den Gegner getötet habe davor. Au. Oh, das hat auch gezogen. Nichtsdestotrotz konnten wir uns darum kümmern. Als Belohnung gibt es einen Äther. Oh, und hier ist eine Wand, die wir drehen können. Voll nett. Ah. Hey, Jungs. AOE-Attacken wären nicht schlecht, aber haben wir leider noch keine. Übrigens, hier ist das Medikit, wo wir unsere ganzen... unsere ganzen Items benutzen können. Das wird dann später noch wichtig, da wir nicht unendlich MP haben und wir gelegentlich auch mal Äther benutzen werden, um unsere MP wieder aufzufüllen. Hier ist der zweite Wachtbumm. Ah, die 38. Monstereinheit. Muss man ein bisschen aufpassen. Au. Dieser gelbe Warnmodus, den ihr gerade seht, Achtung, bedeutet, dass unsere Gesundheit recht niedrig ist. Das ist so eine kleine Hilfestellung. Das ist vor allem nützlich, wenn ihr auf der PSP spielt. Das schon, da halt der Bildschirm sehr klein ist und ihr dann gelegentlich vielleicht die Hilfe braucht, dass... Einfach damit ihr seht, ah ja, meine Gesundheit ist niedrig. Und irgendwann eine High Potion bekommen. Ich glaube, ich kann meine Potions auch aus dem Menü benutzen. Jo. Was ihr bisher gesehen haben müsstet, ist, wir hatten bisher noch... Wir kriegen keine Erfahrung, sondern nur SP. Und... Die SP sind nicht zum Aufleveln gedacht. Ne, wir machen einen frontalen Angriff. Mittendurch. Er kommt direkt auf uns zu! Ja. Feiglinge! Und das Leveln in dem... Das Leveln in dem Spiel funktioniert ein wenig anders. Ich habe aber das Gefühl, ich habe was übersehen. Ich glaube nicht, dass ich hierfür 2 Sterne bekommen werde. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal umkehren und gucken, wo ich einen Gegner übersehen habe. Au.
nichts, das wir nicht beheben können durch das Benutzen von einem Wiederzauber. Ne, uns fehlt ein Stern. Aha. Nee. Wir wollen noch die... alle Einheiten ausschalten, bevor wir hier reingehen. Wir haben außerdem auch noch eine Kiste. Oh, ein Äther. Das ist sicher irgendwo eine verdrehte Wand, die ich übersehen hatte. Und ich sehe auch gerade der... ah, hier. Ziemlich gemein, ihr seht schon. Ihr rennt da ganz gerne mal an versteckten Gegnern vorbei. Aber damit haben wir die auch erledigt. Wunderbar. Und damit haben wir alle. In die Richtung geht's dann weiter, ne? Nö, in die Richtung. Gut, aber ich werde hier auch die Episode beenden. Wir gehen dann beim nächsten Mal und geben unsere Mission zu Ende. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier. Bis dahin, ciao Leute. Euer Tridim.